Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Zwickauer Beauty Spa gewinnt Deutschen Kosmetikpreis. Gemeinsame Chorprobe für Jubiläen im Waldpark Schönheide und Oh ein Dummel, Ausstellung über Rassismus in Marienthal. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend zu Tag aktuell vom Mittwoch. Das Zwickauer Babo Beauty Spa hat in Düsseldorf den Deutschen Kosmetikpreis gewonnen. Inhaberin Claudia Singer hatte sich in der Kategorie bis 2 Mitarbeiter beworben und konnte die Konkurrenz schließlich hinter sich lassen. Wenige Tage nach der Preisverleihung hat sie nun realisiert, dass sie in ihrer Kategorie die beste Kosmetikerin Deutschlands ist. In ihrem Laden an der Ecke Max-Pechstein-Straße Dr. Friedrichsring ist nun wieder Normalität eingekehrt. Zu Wochenbeginn konnte sich Claudia Singer vor Gratulanten kaum retten. Als sie zur Preisverleihung nach Düsseldorf fuhr, konnte sie noch nicht wissen, dass sie den begehrten Preis nach Zwickau holen würde. Also wir wussten, dass wir nominiert sind. Wir wussten, dass wir unter den ersten 3 sind, was ja schon gigantisch war. Und dass wir den ersten Preis bekommen, wusste ich eine halbe Minute vor der Überreichung des Pokals. Also auf der Bühne wurde die Laudatio gehalten. Es standen alle 3 Nominierten auf der Bühne. Und das Gespräch war dann mittlerweile so, dass ich gemerkt habe, sie kann nur dich meinen. Und die Gerrit Kling, meine Laudatorin, ja, schaute mir dann so in die Augen und ich dachte, ja, du hast es geschafft. Wie fühlt sich das an? Ich glaube, man braucht einen Moment. Das ist so surreal, diese Situation, dass man auf der Bühne steht und denkt, Wahnsinn, diese Wahnsinnskonkurrenz auch untereinander, es waren alles Top-Geschäfte, aber es ist letztendlich ein mega stolzes Gefühl. Dazu muss man sich den festlichen Rahmen dieser Abendveranstaltung vorstellen. Wer nicht selbst dort gewesen ist, kann sich nur sehr schwer ein Bild machen. Für Claudia Singer ging damit ein Traum in Erfüllung. Also man kann es wirklich vergleichen mit einer Oscar-Preisverleihung. Die Gloria ist der Oscar in der Kosmetikbranche und diese Veranstaltung war auch genauso organisiert. Es war ganz viel Prominenz dabei, viele, viele Schauspieler, Veronika Ferris, der Bachelor oder also so namhafte Schauspieler wie die Gerrit Kling. Und es waren natürlich ganz große Kosmetikfirmen dabei. Die Sponsoren waren genauso gespannt wie wir Nominierte, weil wir eben bis zum Schluss nicht wussten, wer den Preis nach Hause nimmt. Jeder in der Branche will natürlich selbst die Gloria gewinnen. Doch am Ende kann es nur einen Sieger geben. Unter unzähligen Mitbewerbern setzte sich das Zwickauer Institut durch. Wie viele es genau waren? So genau kann ich Ihnen das gar nicht sagen. Ich weiß nur, es waren 6 Kategorien. Ich habe in der Kategorie bis 2 Mitarbeiter die Bewerbung losgeschickt. Und in dieser Kategorie waren ca. 150 Bewerbungen. Deutschlandweit. Es ist also ein Preis, der mich jetzt als Deutschlands beste Kosmetikerin auszeichnet. Dafür musste sich Claudia Singer aber erst bewerben. Und dann begann das große Zittern, denn ab diesem Moment konnte es jeden Tag passieren, dass einer der versteckten Tester das Institut aufsucht und auf Herz und Nieren untersucht. Und diese Tester geben sich ja auch nicht zu erkennen. Keine Chance, wir wissen es bis heute noch nicht. Wir werden die Auswertung bekommen, aber wir wissen ja jetzt, dass die Testkundin uns mit herausragender Punktzahl bewertet hat. Und unter den vielen Kunden im Geschäft konnte sie den verdeckten Tester oder die Testerin nicht enttarnen? Naja, das kann man so für uns schwer einschätzen. Wir haben sehr viel Neukunden, relativ häufig Neukunden und sind natürlich permanent bestrebt, diesen Service, diese Dienstleistung immer auf höchstem Niveau zu bringen. Allerdings in der Bewerbungsphase ist die Anspannung für uns alle, für mich und mein gesamtes Team immer ganz spannend gewesen. Und als wir dann wussten, okay, die Bewertung ist durch, ging auch so ein bisschen Luft rauslassen schon mal durch unser Team. An dieser Stelle wirklich ein großes, großes Dankeschön an mein Team. Die Mädels stehen alle hinter mir und ziehen mit meinen Ideen mit und sind genauso gespannt gewesen wie ich. Ja, und jetzt wird gefeiert. So wie sie sich in ihrem Beauty-Spa auf ihr Team verlassen kann, so hatte sie auch bei der Preisverleihung Unterstützung dabei.
So etwas muss man einfach gemeinsam erleben und genießen. Also so ein Erlebnis will man gar nicht alleine erleben bzw. feiern. Ich hatte meine Familie mit, meine Lebensgefährten und meine zwei Söhne, weil die mein Fundament sind, dass so eine Leistung auch erbracht werden kann. Und das war auch stolz, mit meinen drei Männern diese Veranstaltung mitzuerleben. Damit hat Claudia Singer erst einmal ihr selbst gestecktes Etappenziel erreicht. Sie könnte perspektivisch auch noch einmal an dem Award teilnehmen und für den Preis für das Lebenswerk antreten. Doch das ist ihr derzeit noch viel zu früh. Von Freitag bis Sonntag findet in der Stadthalle die Baufachmesse Zwickau statt. Die Stadtverwaltung ist ebenfalls unter den 114 Ausstellern. Am Stand 17 können sich die Besucher nicht nur über neue Eigenheimstandorte informieren. Es geht auch um Visionen des Stadtplanungsamtes, was aus den Hochhäusern am Alten Steinweg oder in der Katharinenstraße einmal werden könnte. Ja, wir haben uns an einem europäischen Städtebauwettbewerb beteiligt und hier sind also Gedanken von außen auf uns hereingekommen, wie können wir das Thema der Elfgeschosse perspektivisch umgestalten. Viele stören sich an der Höhe, viele empfinden es als ein Abschneiden durch die Elfgeschosse zwischen Mulde und der historischen Innenstadt. Und hier sind Ideen gefragt. Sie wissen es selbst, ein Fluss, also Wasser zieht immer. Das ist natürlich ein Thema, die Mulde etwas mehr zu verbinden, ranzuziehen, zu öffnen. Auch in anderen Städten ist das Wohnen am Fluss, Wohnen am Wasser immer auch eine Toplage. Also auch hier sind Ideen gefragt, wie wir hier unsere Mulde und die historische Innenstadt verbinden können. Zwei der sechs Schautafeln zeigen einen Auszug der prämierten Umgestaltungsideen. Geöffnet ist die Baufachmesse in der Stadthalle an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr. Schmerzen nach einer Operation sind unvermeidlich. Ziel sollte es demnach sein, diese schnell, effizient und auf den Patienten abgestimmt zu behandeln. Um dieses Ziel zu erreichen, kommt im DRK-Krankenhaus Liechtenstein ab sofort ein neues System zur postoperativen Schmerzbehandlung zum Einsatz. Nach Verordnungen des ärztlichen Personals wird am Bett des operierten Patienten ein Applikationsgerät zur Selbstverabreichung befestigt. Das Gerät wird mit dem Schmerzmittel bestückt, welches der Patient bei Bedarf selbst einnehmen kann. Ein Chip am Daumen ist mit dem Handstück verbunden, in dessen Inneren winzige Tabletten enthalten sind. Per Daumendruck können sich die Patienten die Tablette selbst verabreichen, wenn sie Schmerzen verspüren. Das Medikament gelangt über das Mundstück des Gerätes unter die Zunge, löst sich dort auf und wirkt bereits nach 3 Minuten. Ein Mindestzeitabstand zwischen den einzelnen Einnahmen und die festgelegte Dosierung ist gesichert. Vorteil dieser Methode ist sowohl eine schnellere Genesung als auch das Vermeiden möglicher Nebenwirkungen. 147 Menschen sind 2017 bei Verkehrsunfällen auf sächsischen Straßen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes stellt dies den niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1991 dar. Auch die Anzahl der verunglückten Verkehrsteilnehmer ist um 467 Personen zurückgegangen. Mehr als die Hälfte aller Verkehrsteilnehmer verunglückten in einem PKW. Nichtbeachten der Vorfahrt ist erneut Unfallursache Nummer 1 gewesen. Auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung hat der Marketingclub Zwickau einen neuen Vorstand gewählt und damit seine Zukunft gesichert. Uta Reier wurde nach 12-jähriger Tätigkeit als Präsidentin auf eigenen Wunsch entlassen. Als neuen Präsident wählten die Mitglieder Florian Freitag von der Marx Buchhandlung. Neue Vizepräsidentin wird Jennifer Böhm von der Zwickauer Energieversorgung. In ihrem Amt als Schatzmeisterin bestätigt wurde Anke Herzig. Neu in der Vorstandsriege ist zudem Klaus Blechschmidt. Das bisherige Beiratsmitglied übernimmt ab sofort das Amt des geschäftsführenden Vorstandes. Werbung. Vom 16. bis 18. März öffnet in der Stadthalle Zwickau die Baufachmesse wieder ihre Türen. Informieren Sie sich bei Herstellern, Händlern, Handwerkern, Planern und Architekten. Das Ausstellungsspektrum reicht vom Baumaterial über das komplette Haus bis hin zur Inneneinrichtung und dem Garten.
Ob Neubau, Sanierung, Renovierung oder Finanzierung, für die Anregung und Umsetzung aller Bauvorhaben ist ein Besuch der Baumesse genau richtig. Geöffnet hat die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr. Auf die Treppe, fertig, los! Die GGZ startet den 5. Zwickauer Hochhaustreppenlauf. Erklimme eines der höchsten Gebäude Zwickaus und lauf über 166 Stufen in 10 Etagen. Gewertet wird in verschiedenen Altersklassen und passend zum Zwickauer Stadtjubiläum die Mannschaftswertung mit insgesamt 900 Stufen. Auch 2018 ist die Veranstaltung wieder Wertungslauf für den Deutschen Tower Running Cup, der Deutschen Meisterschaft für Treppenläufer. Der 5. Zwickauer Hochhaustreppenlauf am 22. April 2018. Jetzt anmelden unter www.vorwärts-zwickau.de. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Zwickau, eine Stadt wird 900. Das Festjahr spannt den Bogen von der großen Sonderausstellung in den Priesterhäusern über das Festival of Lights im Mai. Bis zu Ballonfest und Automobiltag sowie vielen weiteren tollen Veranstaltungen. Mehr Infos unter www.900jahre-zwickau.de. Der Gasthof gegen Grün und das Gegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof gegen Grün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof gegen Grün. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wir Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es ist tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Am
vergangenen Wochenende probte die Chorvereinigung Sachsenring-Zwickau gemeinsam mit dem Janacek-Chor aus Jablonetz sowie dem Kinderchor der Pestalozzi-Schule Zwickau im vogtländischen Waldpark Grünheide. Der Grund sind zwei große Jubiläen in diesem Jahr in Zwickau und in der Tschechischen Republik. Im Waldpark Grünheide ist immer etwas los. An diesem nasskalten Samstag allerdings waren die Spielplätze verwaist und man hörte keine ausgelassenen Kinderstimmen im Gelände. Doch still war es dennoch nicht. Deutlich vernahm man Chorgesang aus dem Haus Vogtland. Im ersten Stock hatten sich 110 Sängerinnen und Sänger von drei Chören versammelt, um gemeinsam von Freitag bis Sonntag zu proben. Wir bereiten hier in Grünheide gemeinsam mit einem Chor aus unserer Partnerstadt Jablonetz und der Chorvereinigung Sachsenring sowie Kindern des Kinderchors der Pestalozzi-Schule ein Projekt zur 900-Jahr-Feier unserer Stadt Zwickau und zur 100-jährigen Staatsgründung der Tschechoslowakei vor. Es ist ein Konzert, das am 26. Mai in Zwickau in der Neuen Welt stattfinden wird und am 6. Oktober in Jablonetz. Auf dem Programm stand ein Oratorium eines Zeitgenossen von Robert Schumann, Karl Löwe. Das Oratorium behandelt einen Stoff, der beiden Städten oder beiden Regionen sehr am Herzen liegt und sehr mit ihrer Historie verwurzelt ist. Und zwar geht es um den Reformator Jan Hus. Dieses Oratorium für Soli, Chor und Orchester wird, wie gesagt, in der Neuen Welt zur 900-Jahr-Feier zum ersten Mal aufgeführt werden. Beide Chöre haben das Projekt schon in eigenen Proben vorbereitet. Dieses Wochenende ist ein großer Bestandteil der Proben, natürlich, weil ein ganzes Wochenende lang nur das Werk geprobt wird. Und die nächste Probe in Jablonetz nad Nisou findet Ende April statt. In ähnlichem Umfang wie hier. Und wenn alle Mitglieder der Chöre gesund sind, sind wir hoffentlich um die 135 Leute. Dazu kommen noch die Solisten. Aus England, aus Belgien, aus Deutschland, aus Tschechien sowie das Philharmonische Orchester Plauen-Zwickau. Dieser erste Teil wird gefördert von der Europäischen Union. Und die weiteren Förderer sind dann die Stadt, der Kulturraum, die Kulturstiftung und viele Sponsoren aus nah und fern. Die Organisation eines solch großen Treffens ist nicht unproblematisch. Das größte Problem ist, dass viele Leute auch von unserem Chor, wir wohnen ja in der Nähe, einige übernachten hier, andere übernachten zu Hause. Der eine kann Samstag nur Mittag, der andere Sonntag nur früh essen. Die Organisation der individuellen Wünsche ist relativ kompliziert. Weniger kompliziert erschienen uns als Laien die Proben selbst. Die beiden Chorleiter, Olga Fröhliche-Rowa und Simon Fröhlich, agierten souverän und sie konnten alle Sängerinnen und Sänger mit ihrer eigenen Begeisterung anstecken. Auch der Spaß kam dabei nicht zu kurz. Au! Noch einmal! Simon Fröhlich ist seit Juni vergangenen Jahres neuer Chorleiter des Sachsenringchors und er ist bei den Mitgliedern sehr beliebt. Seine tschechische Kollegin freut sich über die gute Zusammenarbeit der Chöre. Zkoušíme od půl desáté. Wir proben seit 9:30. Wir hatten ein perfektes Einsingen und ich meine, dass die Chöre beiden Chöre sehr gut zusammenarbeiten und sehr gut harmonieren. Wie's uns gefällt, so ziehen wir aus. Wie's uns gefällt, ziehen wir herein. Wie's uns gefällt, ziehen wir herein. Wie's uns gefällt, so ziehen wir aus. Wie's uns gefällt, ziehen wir heraus. Wie's uns gefällt, ziehen wir herein. Wie's uns gefällt. Es wurde nicht nur zusammen geprobt. Heute nach dem Mittagessen zum Beispiel ist eine kleine Geschichtsstunde zu dem Werk nochmal geplant, wo den Schülern und auch dem Janacek-Chor sowie Neuen aus dem Sachsenring-Chor das
das Historische und der Hintergrund zu dem Werk noch einmal erklärt wird. Und nach den Proben am Abend gibt es auch gemeinsame Aktivitäten mit gemeinsamen Liedern, die nicht zu diesem Werk gehören, aber auch mit ein bisschen Verköstigung. Bevor die Chormitglieder an diesem Samstag ihr wohlverdientes Mittagessen einnehmen konnten, bat sie Simon Fröhlich, noch schnell vor dem Haus Aufstellung zu nehmen. Hier konnten wir uns, und nun auch Sie, vom Können der Formationen überzeugen. Was mein Gott will, das geschehe allzeit, sein Wille ist der Beste. Zu helfen gilt, wer ist bereit, der an ihn glaubet fest. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Es ist traurig und mahnend zugleich. Seit der NS-Zeit, später über den belächelnden Satz »Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger« bis hin zu brennenden Asylantenheimen in der Gegenwart. Er begleitet die Deutschen irgendwie über Generationen. Der Rassismus. Im Freizeitzentrum Marienthal gibt es derzeit eine Ausstellung zu diesem Thema. Die Weltbühne oder der Eulenspiegel waren früher die Plattformen von Karikaturen. Der Betrachter brauchte damals großes Einfühlungsvermögen, um zwischen den Strichen alles lesen zu können. Heute sind karikierte Nachrichten in jeder guten Tageszeitung zu Hause. Heute sind es auf den Punkt gebrachte, teils überspitzte Zeichnungen. Diese schwungvollen Linien, die bestimmte charakteristische Merkmale oder Eigenschaften einer Person oder Sache ins Lächerliche ziehen. Es wird mit charmantem, aber auch mahnendem und wachrüttelndem Witz gearbeitet. Die Wanderausstellung »Oh, eine Dummel! Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Karikatur und Satire« zeigt dies anhand von ca. 60 aktuellen Karikaturen. Der oder das Dummel ist dabei das Dummerchen oder Was ist die Dumme? Es liegt im Ermessen des Betrachters. Es ist auf alle Fälle satirisch, hat satirische Elemente. Und wenn man das genau anschaut, was Rechtschreibung betrifft und so weiter und so fort, tja, dann sollten Menschen ihren Verstand einschalten und auch ihren Intellekt. Eine Dumme kann man so interpretieren, dass eben mit solchen Aussprüchen und mit dieser Rechtschreibung man dumm ist. Und da es Menschenfeindlichkeit nicht nur ein ganz bestimmter, begrenzter Raum ist, sondern diese Erscheinung überall verbreitet ist, also eine Dumme, die umherfliegt, sozusagen das Dumme verbreitet. Von der CD der Cambridge Dragoner Kaserne GmbH in Celle veranlasst, ist Zwickau erst die dritte Station außerhalb von Niedersachsen. Auf Initiative von Juliane Küttner sind die Zeichnungen und Beiträge an die Mulde gekommen. Und auch wenn das Freizeitzentrum nicht als Galerie geführt wird, ist diese Exposition hier genau richtig. Ich denke, die Ausstellung muss einfach in die Mitte der Gesellschaft hinein, zu den Menschen. Dies ist ein Ort, der frei zugänglich ist. Hier kann jeder hinkommen. Und hier kann man auch mal einfach frei agieren, nicht mit den erhobenen Zeigefinger immer das Thema damit umgehen. Und ich denke, deswegen passt das hier einfach her. Und es ist natürlich ein jugendgerechter Ort. Und das ist besonders wichtig, um ja auch gerade diese Gruppe zu erreichen.
Neben Karikaturen von namhaften Künstlern wie Ralf Rute, Klaus Stuttmann und Thomas Metzner sind auch satirische Fernseh- und Filmbeiträge zu sehen. Allesamt stammen sie aus renommierten Tages- und Wochenzeitungen, Zeitschriften und Satiremagazinen sowie aus Beiträgen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Alle Exemplare ermöglichen einen individuellen Zugang zum Thema. Mitdenken und sich selbst hinterfragen ist gewollt. Für Erwachsene ist es leicht zu verstehen, wenn er sein Intellekt einschaltet. Für Schulklassen gibt es eine Bekleidung durch mich, wo die Schüler an die Karikatur herangeführt werden und Hintergrundwissen noch erfahren. Viele prominente Künstlerinnen und Künstler unterstützen die Ausstellung. Dazu zählen zum Beispiel Kalcha Candela, Clüso, Kro, die Toten Hosen und Caroline Herfurth. Sie alle haben Zitate beigesteuert. Die finden sich exklusiv in der Ausstellungszeitschrift, die zum Begleitprogramm gehört. Der Besuch der Wanderausstellung ist kostenfrei. Sie eignet sich hervorragend als Unterrichtsergänzung für Schulklassen ab Klassenstufe 9. Geöffnet hat sie bis Freitag, dem 23. März. Werktags am Vormittag für Schulklassen und von 14 bis 18 Uhr für die breite Öffentlichkeit. Weitere Informationen und Anmeldungen für Klassen und Gruppen unter www.dummel-ausstellung.de/termine oder Telefon 0375 5608 9980. Werbung. Jetzt Küche und Designwochen vom 24. Februar bis 17. März. Hier finden Sie mehr Küche fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Wärst du gern ein Fallschirmspringer? Ein Held der Kinder? Lieber ein Grafiker? Teenager, Tierbändiger, Taktbestimmer, Wellenbezwinger oder einfach unabhängiger. Du kannst mit dem neuen Citroën C3 Aircross Kompakt SUV. Endlose Möglichkeiten schon ab 139 Euro im Monat ohne Anzahlung. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Ich gehe gerne Klettberg, weil ich es liebe, Sport zu machen. Eben auf das, was man Lust hat und auf das, was man Spaß hat. Hinterher schön gemütlich noch in der Sauna ein bisschen sich ausruhen und entspannen. Genau, das ist einfach der Grund, warum ich gerne hierher komme. Das ganze Ambiente, das ganze Drumherum ist wirklich super. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Erstmals seit 10 Jahren können die Eispiraten Grimmitschau wieder einen Playoff-Sieg feiern. Mit 5:2 setzten sich die Westsachsen gestern Abend überraschend beim SC Riesersee durch. Die Eispiraten kamen gut in die Partie, spielten bissig, zeigten Wille und Kampfgeist und schockten die Hausherren schon früh. Auch im Mitteldrittel zeigte die Mannschaft von Kim Collins einen couragierten Auftritt und baute den Vorsprung weiter aus. Im Schlussdrittel kamen die Oberbayern noch zu 2 Treffern. Mehr gelang den Gastgebern vor 2500 Zuschauern aber nicht mehr. Am Freitag kommt es im Sahnpark zum 2. Aufeinandertreffen mit den Garmischern. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Bis auf wenige Wolken ist es am Donnerstag freundlich und zunächst niederschlagsfrei. Gegen Abend kommt es dann zu ersten Schauern.
Bei Werten bis 9 Grad weht ein mäßiger, teils frischer und in Böen starker Ostwind. Und die Aussichten: am Freitag gibt es viele Wolken, aus denen es immer wieder schneien kann. Das Wochenende wird überwiegend sonnig, aber frostig kalt. Die Tagestemperaturen erreichen nur noch minus 1 Grad. Ja, und damit haben wir auch die Mitte der Woche schon erreicht. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wie Sie gerade im Wetter gesehen haben, ziehen Sie sich die nächsten Tage wieder warm an. Bis morgen um 19 Uhr bei Tag aktuell.